Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein EM-Thema, um Triaterra Aktiv, um EMA, das wir heute sprühen wollen, beziehungsweise im Garten verteilen wollen, beziehungsweise euch zeigen wollen, wie das, mit welchen Methoden das geht. Das Brummen im Hintergrund ist unsere Mischmaschine. Da wird unsere Triaterra Streu gemischt mit Manitou und Futtermischer. Den können wir nicht abstellen, sonst gibt es keine Streu morgen. Und wir haben, es geht um Sprühen von Triaterra Aktiv, EMA. Und das habe ich ja schon mal in einem längeren Video im Wessel gesagt. Heute bei 6 Grad und Bodenfrost in der Nacht, aber der Boden ist schon wieder aufgetaut. Also ab jetzt kann man tatsächlich schon EM sprühen im Frühjahr, bevor die ersten Knospen rauskommen. Man kann ja die Bäume hier mal schauen, dass die Pflanzen, es ist tatsächlich so früh, dass hier noch keine Blüte, keine Blätter rausgekommen sind. Das ist der Zeitpunkt zum ersten EM sprühen. Dann wird nämlich tatsächlich auch konventionelle Spritzmittel, ab dem Zeitpunkt geht es schon los, weil dann teilweise schon die Insekten und Pilze und was weiß ich unterwegs sind. Und dann müssen wir auch unterwegs sein. Und dann heißt es im Prinzip, sprühen immer 1:10 verdünnt. So hoch man kommt bei den Bäumen, Baumscheibe, Fläche und 1:10 verdünnt sprühen. Und möglichst bei Feuchtigkeit, nicht direkt in die Sonne, sodass es sich am besten noch mit Meerwasser vermischt und mit Meerwasser. Also wenn es leichter Nieselregen wäre, wäre auch perfekt, aber es ist ja richtig unangenehm. Das Wetter ist schon schlimm genug, was man da als Gärtner raus muss. Ja, und was haben wir da für Varianten? Also der Klassiker ist die Rückenspritze. Und zwar ganz normale Baumarktspritze reicht da aus. Ich habe da auch teure Spritzen gekauft. Die sind genauso schnell kaputt wie die billigen 20 Euro Baumarkt-Rückenspritzen. Irgendwie 10, 20 Liter. Wenn man so voll macht, sind sie ganz schön schwierig. Aber da kommen dann, je nachdem, also wenn man 10 Liter reinmacht, 1 Liter Wasser, 1 Liter Triaterra Aktiv, 9 Liter Wasser oder eben 2 Liter Triaterra Aktiv, 20 Liter Wasser, wenn man so viel schleppen will. Dann haben wir das, meine neueste Errungenschaft, weil ich das in einem Gärtner, also professionellen Gärtnerei-Video gesehen habe, wie die mit so einer Motorspritze gesprüht haben. Dachte mir, das muss ich auch haben. Auch hier habe ich mich eher für das Billigmodell entschieden, das funktioniert aber auch. Und zwar, das Ding wiegt dann tatsächlich 40 Kilo, wenn man es auf dem Rücken macht, aber da kann man 11 Meter weit mit blasen, da kann man auch als Laubbläser verwenden. Funktioniert. Aber auch wunderbar feiner Sprühnebel, das geht spitze, macht richtig Krach, ist richtig anstrengend, aber man hat den Garten in einer Viertelstunde komplett durchgesprüht. Und am besten einer füllt nach und einer sprüht. Und dann funktioniert das auch für größere Flächen. Ansonsten, wenn man wirklich nur mal seinen kleinen Himbeerbeet oder seine Johannisbeeren oder seinen Pfirsichstrauch von der Kräuselkrankheit bewahren will, keine Maden drin haben will, keine Munilia-Spitzendürre oder was auch immer, also irgendeine spezielle Sache, wo man sagt, das will ich jetzt dieses Jahr wirklich in den Griff kriegen, dann muss man ja nicht immer gleich mit dem riesen Gerät anrücken, weil man das vielleicht gar nicht in der Frequenz alle 2 Wochen hinkriegt. Das ist nämlich ideal, alle 1 bis 2 Wochen. Sprühen. Im Sonderkulturanbau machen die das ja sowieso, egal, ne? Da fahren die mindestens alle 2 Wochen rum und sprühen. Und man könnte das auch im Sonderkulturanbau, sei es Obst, Wein oder so, in jede Spritze mit reinmachen, egal ob da Spurenelemente, Dünger, Herbizide, Fungizide, Insektizide drin sind. Man kann EM mit allen diesen Sachen mischen, das funktioniert. Aber für den normalen Kleingärtner will man einfach nur mal einen kleinen Strauch einsprühen. Also dann auch hier 1:10 verdünnt, Foxy Plus Sprühflasche. Kann man auch auf der Seite sprühen, bis zum letzten Tropfen. Das wäre die kleine Variante. Und für die, die noch cleverer sind, man könnte das dann zusammen mit dem Gießen machen. Da kann man hier auch ganz schön hoch gehen. Der Aquamix, den wir auch im Shop haben, den kann man bis zu 2%, das ist nun mal schon 1:50, einstellen in der Dosierung hier. Und da 1:50, wenn man damit die Pflanzen abbraust, ist das schon recht konzentriert. Also das ist dann äquivalent zum Sprühen, sodass man das sogar mit dem Aquamix machen könnte. Hier Gardena-Schlauch ran und wässern. So,
Aber wir machen es heute mit der krassen Motorspritze, weil ich schnell fertig werden will im Garten und weil der so einen schönen feinen Nebel macht und bis in die letzte Ecke kommt, ohne dass ich die ganzen Beete ablaufen muss.